Hallo, ich begrüße euch bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, ich habe hier ein recht schönes Video rausgesucht und werde euch heute mal was über das kanarische Messer erzählen. El Cuchillo Canario. Kein anderes Produkt ist derart zum Symbol für kanarisches Kunsthandwerk geworden wie das Cuchillo Canario. Es kam sehr wahrscheinlich bei den Eroberungszügen auf die Kanaren, denn die Altkanarier kannten kein Metall. Die Ureinwohner benutzten Stein. Erst nach der spanischen Übernahme kam das Metall auf die Inseln. Mit den Jahren wurde es weiterentwickelt. Fast jeder der Jungen und Männern besaß eins. Sie benutzten es vorwiegend in der Landwirtschaft. Die Brüder Bartolomé und Laureano Rodriguez begannen 1870 die Griffe der Messer zu verzieren. Ja, und man verziert sie mit sehr viel Liebe. Die Ringe bestehen aus mehreren Materialien wie Horn, Silber oder Perlmutt. Diese Teile werden aneinandergereiht, dann geklebt und hinterher wird das Teil gedrechselt und bekommt so die endgültige Form als Griff. Die Hochburg der meisten Schmieden sind in Galda, Arucas, Santa Maria de Guia und in Telde. Es gibt mittlerweile viele Varianten. Das Polierte für die Küche oder das Rohe dient den echten Männern, wie man sagt, als Werkzeug. Auch gibt es ganze Messersets. Beliebt sind Minimesser, Schlüsselanhänger, ja sogar Kugelschreiber. Das Wichtige, dass der Griff auf typisch kanarische Art hergestellt ist. Und es sind alles Unikate, sie werden alle von Hand gefertigt. Zum Meister ernannt im Jahre 1921 José Marrero Mujica. Die Schmiede aus Galda ist eine der berühmtesten. Seit Generationen stellen sie die Cuchillos Canarios in traditioneller Weise her. Auf jeder FEDAC-Messe, das ist die Vereinigung der kanarischen Künstler, sind sie vertreten und gelten als die Meister. Die Preise liegen zwischen 70 und 150 Euro, je nach Materialien und Länge. Ja, also ich denke, das wäre doch mal ein originelles Geschenk. Die sind sehr schön anzuschauen, sehen also ganz toll aus. Und im August haben wir am Leuchtturm in Maspalomas auch wieder die FEDAC-Messe, also die kanarische Künstler, die dann ihre ganzen Sachen dort ausstellen. Ist ungefähr um den 7., 8. August rum. Und dort sollte auf jeder mal vorbeischauen, denn es gibt dort ganz, ganz tolle Sachen. Unter anderem die Messer. So, ich hoffe, es hat gefallen. Und ich bedanke mich und sage bis morgen.